So, jetzt sind wir wieder bei Play Sample und gut, die erste Folge Titanic, wie ich schon sagte, ich muss erstmal reinkommen und erstmal ganz alles abchecken. So, jetzt habt ihr ja auch alles so gebaut. Der für diejenigen, die es schon gebaut haben, ist Peng. Aber ich muss ja auch erstmal zusehen, dass ich das hier erstmal nach und nach etwas wieder baue, dass das hier Hand und Fuß hat. So, jetzt habe ich jetzt genau alle Pläne, die ich brauche. Jetzt können wir mal einigermaßen anfangen. Ey, ich weiß aber nicht, ich baue nicht alles, ey, Jungs. Die erste Deck 1, Deck B, Deck C und Deck D, das sind ja alles. Ich baue nur die eine Hälfte da. Davon von der ersten Kuppel bis zur zweiten Kuppel, ich muss gucken, ey. Das ist ja. Boah, ich sehe es ja bis nächstes Jahr noch da dran, was alles gebaut werden muss, ne? Hätte ich das mal so gemacht, erste Etage fertig machen und dann die nächste Etage drauf jodeln. Das war ja mein Fehler. Ich habe einfach die ganze die Titanic gebaut, wo ich dachte, ja, von außen mache ich die Titanic. Und innen dachte ich mir, ja, leck mich am Arsch, ne? So, jetzt wollen aber viele auch den Innenhaus bauen und dann habt ihr mich jetzt an der Eier, ne? Habt ihr mich an der Eier. So, jetzt fangen wir jetzt mal an. Hier ist die erste Kuppel. Das ist die größte Kuppel. Und dann, damit ihr wisst, wo es abgeht, hier ist eine kleine Kuppel. Aber die bauen wir später. Da, wo die kleine Kuppel ist, da ist auch die Smoke Lounge. Die ist hier, die Smoke Lounge. Aber wir interessieren uns erstmal hier von vorne, ne? Wir interessieren uns erstmal hier von vorne. Wir fangen klein an. Und dann gucken, dass ich einmal die Woche mal was von Titanic im Hochlade, damit ich auch nicht den Faden wieder verliere. Weil jetzt habe ich alle Fotos, die ich brauche, alle Zeichnungen und so. Und ey, ich habe mich gestern den ganzen Tag dran gesessen. Das ist auch eine Arbeit, wenn man alles suchen muss, ne? Weil ich will unbedingt so leicht wie es geht bauen, ne? Ich will ja nicht hier jetzt nur so einen Arsch aufreißen hier. So, jetzt sind wir hier im Oberdeck. Das ist das Oberdeck. Hier ist die große Kuppel, die wir gebaut haben zusammen. Okay. So, jetzt habe ich hier ja mal Steine hingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso gemacht habt. Dann macht er hier einfach nur ein Dings hin, ein Glassdown. Hier auch habe ich das gleiche, ein rausgeschlagen, ein Glassdown, dass man wenigstens Licht hat, weil man hier oben keinen wegschlagen kann. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich hier auch noch einen hin, einen Stein und dann hier einen Stein und dann da. So, dann sieht das optisch ein bisschen, macht das was her und es leuchtet halt, ne? So machen wir das, dass es ein bisschen Licht bringt. So, jetzt sind wir hier soweit. Jetzt knallt's. Wir sind am Oberdeck. Das bedeutet, das hier ist Oberdeck, ne? Ihr versteht? Ja, okay. So, das bedeutet, hier ist ja der erste Boiler oder der erste, wie heißt das? Wo ist das? Warte mal, wir müssen von draußen gucken. So, das ist der erste. Wo ist das denn? Ach, der erste Dings. Ja, der ist da oben drauf. Das ist die Frage, wie wir es gebaut haben, ne? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist da, wo der Schornstein ist, da ist auch der Fitnessraum. Hier ist der Fitnessraum. Jetzt weiß ich nicht, ob der Fitnessraum nur so, ja, obwohl ich sehe den nur als Ganzes, das hier ist. Ne? Hier ist Fitnessraum. Ja. Da ist der Fitnessraum. Ich weiß jetzt nicht, gut, jetzt vom logischen her wäre natürlich der Fitnessraum einfach nur so groß. So groß, weil der Vornstein ja bis unten in die Erde geht. Aber dass sie das nicht hinkriegen, das ist klar. Dann hätte die Titanic übermäßig groß bauen müssen. Und dann machen wir es einfach so. Der Schornstein ist da und der Rest interessiert mich nicht. So, nach dem Motto, ne? Schornstein ist da, der dampft und fertig. Separat. Das heißt jetzt hier. Nehmen wir jetzt einen weißen Stein, ne? Mal wieder von außen gehen. Ihr wisst, was ich will. So, hier ist das Ding. Also hier endet das, der Schornstein. Und dann machen wir hier eins, zwei Steine, ein Fensterchen hin. So, machen wir hier noch einen hin, damit ihr genau wisst. Aha, hier ist die Ecke. Ecke A. Wo der Schornstein endet. Hier. Dann macht ihr hier so ein Loch rein. Dann wisst ihr genau, da ist der Schornstein. Da, so. Das wäre dann hier. Da ist der Schornstein. Genau, da endet der. So, jetzt habt ihr hier, endet der Schornstein. Jetzt habe ich einen rausgeschlagen. Und dann können wir hier sagen, ab da ist die Wand. So. Und dann, wir teilen das jetzt nur auf.
Ne, keine Angst, dass wir jetzt die ganze Zeit hier an den Raum rumpuppeln. Wir teilen das nur auf. Das hier kommt hier eine Wand hin und das ist nämlich der Fitnessraum. Fitnessraum befindet sich in Oberdeck. So, dann machen wir hier eine Wand hin. Hier den Boden machen wir auch weiß. Also das heißt, hier könnt ihr sagen, das ist jetzt weiß. Der ganze Raum. Und dann bauen wir das später hier aus mit den ganzen komischen Geräten, aber das machen wir später. Wie ich schon sagte, wir teilen das erstmal auf, damit wir eine Aufteilung haben, damit ich weiß, wo die Räume sind. So, dann haben wir hier den ganzen Raum, das ist der Fitnessraum. Von der Größe her passt es, weil da kommen ja noch Geräte rein. Und hier die Decke mäßig habe ich mir gedacht, weil das ja hier auch hier mit den wie heißt es? Dings nicht passt. Hier mit den wie heißt es? Mit den Oberdeck. Da machen wir hier halbe Steine hin. Von hier aus halbe Steine. Also halbe Steine. So, dann machen wir es hier oben komplett zu. Und wie ich schon sagte, mit den Lampen, das machen wir dann so, weil wir hier ausschlagen können. Hier ist ja der, wie heißt das, der Schornstein selber. Das ist natürlich optimal. Dann können wir hier erstmal wegjodeln. Und da, wo der Schornstein ist, da machen wir die Lampen rein, damit das hier erleuchtet ist. Wie die Lampen ist, ist auch scheißegal. Hauptsache, da ist Licht drin in der Bude. Also hier wegjodeln. So, dass hier halt eine Luftdingsblase entsteht oder was. Können wir dann Ganzen hin machen? Ja, einen Ganzen geht nicht, nämlich. Das ist es. Darum einen halben. Dann haben wir hier die Bude fertig. Das ist der Raum. So, warte mal. So. Ja, so. Da habt ihr erst was zu tun. So, das haben wir jetzt erstmal gemacht. Also macht ihr den zu. Hier weiß. Hier sind die Wände. Das macht ihr hier so ein halb. Da, wo der Schornstein ist, wie ich sagte, macht ihr das raus. Müsst ihr ja sowieso rausmachen. Oder ihr jodelt da drüber. Ist ja Jack wie Hose. So. Und dann machen wir jetzt provisorisch erstmal. Achso, wo habe ich gar nicht geguckt. Und provisorisch machen wir erstmal so eine Lampe hin. So, hier. So. Leuchtet gar nicht groß, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir erstmal so einfach nur so Lampen hin. Später, wenn wir ausbauen, sieht das dann so aus. Dann sind die Lampen nur da, wo der Schornstein auch ist, weil da Platz ist. So. So, das macht ihr dann so fertig, dass das so aussieht. Dann haben wir den Raum. So, das ist der Fitnessraum. So, hier. Fitnessraum. Eben noch hier den Boden machen. Hier ist irgendwas mit Holz, aber das machen wir später, wie ich schon sagte, den Innenausbau. Nur, dass wir das erstmal in die Aufteilung haben, ne? So, dann haben wir hier 1, 2. Dann kommt hier eine Tür hin. Dann nehmen wir natürlich die Tür. Warte mal, hier durch. Oder wie vorne, dass die Tür hier ist. Das ist ja wie Hose, ne? Das ist egal. Entweder macht das so oder macht die Tür vorne hin. Wenn ihr so einen Versatz drin haben wollt, hier so. Und dann in den Raum geht. Okay, das ist Peng. So, dann haben wir jetzt hier. Wie ich schon dachte, zwei Steine dann reingeschlagen. Dann mache ich den eben weg hier. Und auch ein ganzer hin. So, dann wieder zweie, den reinschlagen. Zweie, den rein. Zwei, den rein. Und dann haben wir hier schon die Fenster drin. So. Die Fenster sind, glaube ich. Warte mal, muss ich gucken. Die gehen bis dahin. Okay, muss ich eben da gucken. Bis dahin. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also, wir machen es erstmal so, wie es hier ist. Lässt er offen, da kommt noch was dazu. Das ist der Raum. Also macht ihr den erstmal fertig. Das heißt, ja, ihr jodelt den komplett zu, dass der so aussieht, der Fitnessraum. Dann können wir hier schon mal einen Haken hinsetzen, dass wir hier schon mal den Fitnessraum haben. So, machen wir jetzt hier eben Fitnessraum oder Fitnessroom, je nachdem. Fitnessraum.
Fitness. Raum. Oder Room könnt ihr auch machen, wenn ihr das in Englisch schreiben wollt, ne? So, fertig. Das ist der Fitnessraum. Okay, der wird fertig gemacht von euch, ne? Da rein, alles fertig machen. Die Dings habt ihr ja alle, die Maße so, dass ihr das erstmal zujodeln könnt. So, dann haben wir hier Oberdeck, sind wir soweit fertig erstmal. Neben die Tür zu machen. Okay, dann sind wir Deck. Warte mal, ich muss gucken. Das ist Deck A. Jetzt sind wir in Deck A. So, dann mache ich sofort erstmal ein Schild hin, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Das mache ich hier oben. Dann mache ich erstmal hier Deck A hin. Das ist Deck A. Also Deck A. Und auch A machen. Zack. Eingabe. Fertig. So, das ist Deck A. Ja, das können wir auch später das Schild noch tiefer machen. Es ist nur so, damit ich jetzt weiß, was los ist hier. Deck A. So, wir sind in Deck A. Da muss ich jetzt natürlich den anderen Plan raussuchen. Da wird jetzt auch richtig gebaut. Da ist auch das grüne Zimmer. Okay. So, jetzt haben wir Deck A. Jetzt nehme ich eben den Querschnitt da. Normale Deck A, Titanic. Fertig. So, hier größer. Der Boiler Room ist da. Boiler Room. Korridor. So, jetzt bauen wir den Korridor. Das bedeutet, jetzt hier sind wir hier und der Korridor befindet sich dort. Das heißt, genau hier die Tür ist der Korridor. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das am besten. Der Korridor ist ein bisschen schon nah an der Wand. Da müssen wir so lang gehen. So, jetzt muss ich hier nochmal einen wegschlagen, muss ich gucken. Ja, der Korridor ist etwas größer, ne? Das ist ja nicht nur eine Tür, das ist nämlich ein Korridor, ne? Der müsste ein bisschen höher sein. So, der Korridor, ja, was sich da befindet, weiß ich nicht. Da machen wir es erstmal weiß, da können wir immer noch Teppich machen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal weiß. Und der Korridor ist, wie weit ist der? Der geht bis genauso, wie der Boiler ist. Das bedeutet, wo ist der Boiler? Jetzt muss ich auch wieder gucken, wo das ist, das Dingen. Und dann, wo der Korridor endet. Warte mal. Das ist ein Kuddelmuddel. Ach, hier habe ich noch gar nicht zu Ende gebaut. Nur warte. Das kann weg. Uninteressant. Da, wo der Boiler endet. So, jetzt muss ich gucken, wo ist der Boiler? Der Boiler. Das ist jetzt immer so ein Stückchen Kacke, ne? Ich weiß. Wo habe ich denn hier? So, das ist die Wand. Okay. Da muss ich die Wand nehmen. Das ist der Boiler. Genauso. Ach, der geht noch weiter, der Korridor. Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier. Da wissen wir, das ist die Wand, wo der Boiler endet. Ziehen wir erstmal hier durch. So, dann haben wir hier erstmal das Maß. Das ist natürlich hier ein bisschen dunkel. Erstmal ein bisschen Boden. Ach so, hier Banane. Ich muss da Dings machen. Ich kann ja hier Nachtgetränk nehmen. Dann seht ihr auch alles besser. Das ist ja Nachtsicht. 6 Minuten, scheißegal. So, dann nehmen wir das eben. Jetzt ziehen wir uns einen rein. Ach so, den muss ich schmeißen, die Kacke, ne? So, es ist hell. Okay, dann brauche ich mir nicht immer das Licht anmachen. So. So, dann haben wir jetzt hier das Maß, wo der Boiler endet. So, jetzt gehen wir hier unten durch. Dann kann das eben weg. So, dann sind wir hier. Oh Mann. Ne, warte mal. Ach, das ist hier. Oh, bin ich hier voll durcheinander gekommen. Das ist nämlich das Mal. Das ist das Ding. Wie heißt das? Der Fitnessraum. So. Das ist der Boiler. So, oh Mann, hier ist der Boiler. Dann geht das hier runter. So. So. So, jetzt muss ich erstmal hier von da aus nehmen wir jetzt 1, 2, 3, 4 Steine. Ziehen hier ganz lang. So, zack. Und dann sind wir genau da, wo der Boiler ist. Da endet der Boiler. Dann ist das der Korridor. So, das bedeutet, hier ist
Der Korridor. Wie der Korridor aussieht, weiß ich jetzt nicht auf dem Foto, muss ich erstmal wieder suchen, aber so, dass wir erstmal die Schachtel, die Raumaufteilung hinkriegen. Dann vom Korridor geht es in die First Class Lounge. Da habe ich ja Fotos von. Und da wollen wir hin. Und da müssen wir nach und nach alles bauen, ey. So, das ist die First Lounge, kommt hier hin. Hier ist die. Achso, das muss ich jetzt zumachen. Wie ich schon dachte, das ist ja der Fitnessraum, den habe ich noch gar nicht fertig. Hier drin ist gar nichts, das ist der Boiler. Da ist der Boiler. Da geht er bis runter. Das sieht man auf dem Foto hier auch. Das steht Boiler Uptake Gassing. Ja, ich kann das nur so bauen, wie es auf dem Foto ist. Auf dem Plan. So, jetzt machen wir es erstmal so. Jetzt habt ihr den Korridor gebaut. Das heißt, hier ist das Ding Ende. Und dann machen wir hier erstmal weiß. Aber nee, das ist Holz. Holz, 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 Holz. Nee, warte mal, Korridor, Teil. Erste Klasse. Korridor, erste Klasse. Dann machen wir erstmal eine Seite, weil da muss ich gucken, ob das aus dem Holz gemacht ist oder in Weiß. Weil es gibt auch welche, die in Weiß sind. So, dann sind wir mit dem Korridor, dann gehen wir weiter, dann sind wir da durch. Okay, hier endet das, dann sind wir Writing und Writing Room. So, in Reading Writing Room sind wir hier. Willkommen in Reading Writing Room. So, oh, das ist aber schon schnell vorbei, ne? Erstmal den anderen Trank nehmen, das ist ja eine Scheiße. So, warte mal. Jetzt eben den anderen Trank nehmen. Nachtsicht. 8 Minuten, den ziehe ich mir rein, das ist besser, dann können wir aber dran rumnuckeln. So. So, haben wir. So, jetzt sind wir im Reading Writing Room. Aha, okay. Dann geht das weiter. So, wo das endet. So. Ihr habt das ja immer noch so gebaut, wie ich es euch jetzt gezeigt habe. Das ist der Korridor. Das ist das Ende vom, die Wand vom, wie heißt das? Spoiler-Moiler. So, die machen wir eben hoch. So sieht das dann aus. Okay. Da oben, das könnt ihr erstmal noch lassen. Das ist Peng. Wir müssen ja Etage für Etage machen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Das heißt, hier müssen wir jetzt ziehen wir wieder einen Stein hin. Machen wir 1, 2, 3, 4 den weg. Dann kommt hier eine Tür erstmal hin, dass wir in den Reading Writing Room kommen. Und dann machen wir hier erstmal Steine noch wieder hin. So, und dann geht es erstmal weiter. Da sind wir in Reading Writing Room, das ist der erste Dings. Dann muss ich gucken. Dann machen wir noch nach der Tür 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann geht das so, wird es abgetrennt. Komplett. So. Das ist der Raum. Okay, das ist der Reading Writing Room. Da muss ich noch gucken, ob wir den jetzt groß genug gemacht haben. Das kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir erst nur eine Dings machen, damit wir wissen, hier ist der Raum. Den kommt man da rein. Und dann müsste der Korridor geht dann weiter. Richtung First Class Lounge. Also ihr macht mich fertig mit der Titanic. Ohne Scheiß. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt mir so den Arsch aufgerissen für euch wieder. Dann müsst ihr einen Tütenbonbon kriegen von euch, ey. So. Okay, wir haben die Korridore erweitert und wenn der Korridor erweitert ist, wir sind in Reading Writing Room. Ach so, warte mal, dann ist der so. Ach so. So. Okay, warte mal, dann müssen wir so. Ach nee, da geht in eins durch. Dann müssen wir so machen. Das war jetzt hier. Wie ich schon sagte, hier machen wir jetzt noch eine Tür hin. Patsch. Nee, so Patsch.
So, das heißt, hier gehen wir in Reading Writing Room und hier gehen wir in den Lounge. So, jetzt sind wir jetzt so weit angekommen, wo ich sage, die Lounge. Jetzt muss ich von außen mal gucken, wo wir angekommen sind hier an unseren Dingen hier. Weil das ist ja wieder. Warte mal, hier oben. Reading Writing Room. So, da ist der Dings. The First Class Room. Nur wenn das, ich weiß gar nicht, was das denn für ein Raum dann hier oben ist. Das ist die Oberetage, okay. Das wissen wir alle. So, ihr baut das erstmal so. Ich habe jetzt genug Zeit verplempert, damit ihr jetzt nicht durcheinander kommt. Ich muss noch auf den Plan gucken. Ihr baut das jetzt erstmal so weit, wie ich euch das aufgeteilt habe. Hier ist Deck A. Hier ist Oberdeck. Machen wir erstmal den Fitnessraum. Das macht ihr erstmal zu hier. Und dann muss ich weiter gucken, wie wir es am besten bauen. Fitnessraum ist hier. Okay, dann geht's runter. Korridor Richtung Dings hier. Korridor. Hier drin ist gar nichts. Da ist Reading Writing Room. Da kommt die erste Lounge. Und da muss ich gucken. Da sind wir eigentlich. Deck A. Warte, jetzt muss ich eben das andere Foto nochmal angucken. Und dann sind wir hier, glaube ich, soweit fertig, dass ihr erstmal ein bisschen was zu tun habt. Ne? Und da muss ich selber erstmal richtig reinkommen. Und gucken, dass ich die Räume richtig aufteile. Wenn die alle aufgeteilt sind, das Innenbau-Dings können wir ja zu bauen. Aber ich muss jetzt mal richtig aufteilen, ja. Ja, so sieht das aus. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist die Dings, das ist hier oben. Da muss ich wieder hier durch. Warte. Aber man muss halt echt die Etagen weiter aufteilen, ne? Boah, ich habe das nicht gemacht. So. Reading Writing Room. Also, das ist die Etage, wo der Dings ist. Okay, das ist der Schornstein. Da ist die Etage. Ja, und dann ein tiefer. Ist richtig schon. Weil er zeigt mir gerade was ganz anderes an, dass hier die Dinger hier sind. Diese Streben, aber das stimmt gar nicht. Weil der ist ja ein tiefer. Da ist Fitnessraum, da ist die Etage. Warte mal, hier sind wir hier. Da kommt 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Etagen haben wir noch, weil die habe ich noch nicht gemacht. Passt schon. Ich dachte jetzt, ey. 1, 2, also von der Etage, wo wir jetzt die Reading Writing Room haben, ist hier. Und dann haben wir noch 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Ich dachte schon. Also jetzt baut ihr das erstmal so weit. Und in der nächsten Folge, ne, ich muss erstmal reinkommen wieder richtig. Eine Folge habe ich hier nur das Geländer gemacht, dass man wieder reinkommt. Und das andere hier erstmal die Aufteilung, dass man sieht Fitnessraum. Dann machen wir jetzt hier so weiter die Aufteilung, wo ich dann hier jetzt gleich überall hinschreibe Richtung erste Klasse Lounge. Das können wir auch mal hier machen. First Class Lounge. First Class. First. Wo ist denn jetzt hier? First. Class First Class Lounge Lounge Lunge Lunge und wir sprechen das aus für Lounge. Ja. So, First Class Lounge, da wissen wir, in die Richtung geht First Class Lounge. Wie ich schon sagte, wir teilen das jetzt alles so auf, damit wir überall die Räume wissen. Damit ich auch weiß, wo ich was bauen muss. Das komme ich ja gar nicht durcheinander. Weil ich ja nicht weiß, was hier ist. So weiß ich jetzt Fitnessraum. Hier geht es Richtung First Class Lounge. Das ist Deck A. Okay. Das können wir auch ein bisschen noch tiefer machen. Aber ich komme noch hier Sofa hin.
Machen wir einen tiefer, je nachdem, wie das Sofa gleich aussieht nachher. Also noch keine Angst. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen das, baut erst mal so weit und wir sehen uns dann wieder bei Play Sample und dann geht es weiter mit Titanic. Stückchen für Stückchen kommen wir ans Ziel. Und jetzt muss ich erstmal wieder mich um Bikini-Botten auch mal ein bisschen kümmern. Also, ihr kriegt richtig was zu tun, wie ich schon sagte. Da ich jetzt krank bin, kommen jetzt tausende Videos von mir. Play Sample. Also, viel Spaß und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir kommen schon wieder rein.